Das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut. Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ihr ist ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm. Matt, was ist das? Keine Ahnung. Matt! Was hast du vor? Was willst du tun? Nein, die werden uns wehtun. Ja, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Until Dawn. Wir sind ja hier mit Matt und sein Frauchen gelandet und werden jetzt bedroht von diesen Tierchen. Und wir gucken mal, ob wir da aus der Nummer lebend rauskommen. Wir haben ein Glückstotem und ein Todestotem gefunden. Aber heute soll nicht unser Todestag sein. Schauen wir mal. Lasst mich durch, Jungs, lasst mich durch. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich tue euch nichts. Ich habe so ein blödes Gefühl, dass die Olle jetzt drauf geht. Nein, nicht schießen. Schieß doch jetzt nicht. Ist okay. Glück gehabt. Emily auf der Klippe. Also das war ja nochmal richtig knapp, Alter. Man kann bestimmt im Reflex einfach mal einen Schuss abgeben, da hätten wir wieder das Vögelchen. Aber ich glaube, dann hätten sie uns beide getötet, ne? Wenn wir hier jetzt hier geschossen hätten, dann wären wir wahrscheinlich alle draufgegangen. Wenn wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben, für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Verflucht grell! Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Bestimmt. Hoffentlich.
könnte tatsächlich bewegungsaktiviert sein, damit man den Weg findet. Dann klettern wir mal hoch auf die... in die gute Stube. Ich gehe zuerst. Oh nein, er lässt die Axt unten. Warum lässt er die Axt unten? Nicht schlau, Junge. Es wäre nicht schlau, Matt. Wie kann man denn so eine dumme Entscheidung treffen, bitte? Ich verstehe das nicht. Das kann man jetzt wieder nicht entscheiden, weißt? Wir sind schon fast drin. Ich glaube, ich würde die anderen noch holen. Und dann würde ich, glaube ich, hier oben bleiben, weil man kann ja relativ gut sehen, von wo wer kommt, ne? Weil es führt ja immer bis ein Aufgang hoch. Und den kann man, glaube ich, richtig gut überwachen. Ey, hier würde ich mich mit alle verschanzen. Vor allen Dingen, da ist ja auch noch eine geile Luke, die man zumachen kann. Ja, das wäre der idealste Ort, um sich zu verstecken. Okay, dann gucken wir mal. Aber er hat die Axt unten gelassen, also womöglich könnte jemand mit der Axt die Luke jetzt aufmachen. Sorry, Hannah. Immer noch vermisst. Nach heute Nacht ergibt ihr Verschwinden langsam mehr Sinn. Vermisst? Wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidung, Merkmale zur Identifikation. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Schulter. Können Sie helfen? Rufen Sie an unter 1877555 3x6. So, okay. Immer noch verschwunden, die Gute. Ein verranzter Epson-Drucker. Druckt der noch? Tja, kein Strom. Oder Faxgerät, vielleicht wohl eher. Einen Notruf zu senden. Und hier ist, glaube ich, das Funkding. Ach, komm schon. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Ein Schalter, aber wo ist der Schalter? Jetzt können wir aus der Tür raus, glaube ich. Ich habe schon gedacht, da steht jemand, ey. Hier ist ein Schalter. Aber was ist, wenn wir jetzt erstmal hier umgucken? Hier ist auch noch mal was, wahrscheinlich ein kleiner Sicherungskasten. Eine Leuchtpistole. Na also.
Ist es nicht das, was wir im Glückstotem gesehen haben? Ich gebe es lieber Matt, denn er weiß mehr, was damit zu tun ist, als wie die kleine Tante hier. Los. Wahrscheinlich rette ich mich damit das Leben. Jemand müsste das sehen. Oder ich töte uns beide. Wirklich nicht nur der Psychopath. Ich habe jetzt natürlich nicht damit gerechnet, dass der Typ sie gleich abfeuert. Auch da hätten wir entscheiden müssen. Weil ich gehe mal davon aus, dass jetzt eh gleich der Psychopath angerannt kommt, ne? Ist ja klar. Sicherungsbox. Sicherungskasten. Mit einem kleinen Schalter. Gucken wir erstmal hier am Faxgerät. Wahrscheinlich ein Bild des Mörders oder so. Sorry, dass du auch noch vermisst wirst, Beth. Ja, eigentlich genau dasselbe. Nur, dass sie halt andere Sachen getragen hat. Und auch emotional aufgewühlt. Okay, okay. Dann gucken wir mal, ob wir einen Funkspruch loswerden. Kann ich jetzt nochmal drehen? Ja, dann antworte doch. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück, wir brauchen Hilfe. Bitte. Hallo? Will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte, 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 Hilfe! Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Was versteht ihr alle nicht? Sie mich hören. Wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie wir sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren? Over. Ich weiß nicht, was machen wir? Es könnte ja auch sein, dass es nicht der Ranger ist. Allerdings weiß der Mörder bestimmt, mit wem er es zu tun hat. Jetzt könnte es vielleicht sein, dass er es auf bestimmte Personen mehr abgesehen hat. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir antworten erstmal auch nicht, wer hier ist. Allerdings, wenn wir nur den Vornamen sagen, das wäre nicht so schlimm. Ich beantworte jetzt einfach mal, weil es mir vollkommen egal ist, ob die Olle drauf geht oder nicht. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Wir werden sterben. Oh Gott, bitte. Oh mein Gott, wir werden hier draufgehen, wenn Sie uns nicht retten. Hier ist ein Psychopath, haben Sie verstanden? Etwas beim Bewegungssensor. Bestimmt ein Scheißring. Hören Sie, Ma'am. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir haben die Schrauber, die Sie da rausholen, so wie der Sturm sich gelegt hat. Oh. Was? Wann? Wie lange? Mal die Axt nicht unten gelassen, Mann. Hey.
Okay, hier geht's tief runter. Okay, was macht er jetzt? Will er uns zum Einstürzen bringen oder was? Zum Umkippen? Wetter hoch! Shit! Nein! Oh shit! Alter, ich glaube, ich lasse sie auch einfach mal sterben. Die Olle interessiert mich nicht und wenn sie stirbt, ist mir scheißegal. Wir sind misstrauisch. Stehst du deshalb noch auf, Mike? Er ist ein Denker. Matt! So ein... Vollkommen, sie hat vollkommen recht. Ich habe vollkommen recht. Jetzt sind wir wieder besorgt. Ich versuche zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Oh, wir versuchen Emily zu retten, Mann. Ich komme. Hier. Wir sind richtig hilfsbereit. Auch wenn sie eine dreckige Punkt ist, müssen wir ihr helfen. Komm, einmal noch. Einmal noch, komm. Bitte stürz nicht ab. Scheiße! Komm schon. Emily! Jetzt spring, Mann. Oh, fuck! Alter. Also ich glaube, Emily ist auch tot. Eine weniger, würde ich mal sagen. Habt ihr es gerade gehört? Als würde es ein Schrei sein oder so. Lass los! Weg da! Lass los! Lass los! Thank you.
Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Alter, krass, man, sind die jetzt beide gestorben? Also Matt jetzt auf jeden Fall, aber Emily auch? Oh, hätte ich mich mal anders entschieden, Mann. Ich hab so langsam das Gefühl, dass hier keiner von uns lebend rauskommt. Scheiße, Alter, aber es geht so dermaßen ab, ne? Leute, wir machen hier einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte die Likes und die Kommentare nicht. Und ganz wichtig, abonniert mich und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, wenn wir hier mit Ashley und Chris, das Liebespaar, weitermachen. Und ich hoffe so, dass irgendeiner von uns überlebt. Aber wenn es nicht sein sollte, werden wir auch noch einen zweiten Durchgang spielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Einen schönen Abend und bis dann. Tschüss.